الحقيقة النهاردة أنا يعني هعمل زي ما يقولوا إيه، لمحة سريعة جدا عن الحروف القبطي ونطقها، وفي حروف أهم من حروف، وفي حروف تتنطق بطريقة معينة، وحروف لها أكتر من نطق. هنشوف الحاجات دي كلها، وأرجو إن الوقت يكفينا، بس إيه من فضلكم ركزوا معايا شوية. الحروف القبطي زي ما احنا يعني عارفين، يمكن شفناها، معرفش، اكيد انتوا في حد عنده فكرة عن الحروف الى حد ما. يمكن اللوحة كده بعيدة شوية، فانا نبيل وزع على الكل، كل واحد ورقة. الحقيقة لو احنا بصينا في اللوحة هنا، يعني ممكن اقول انه للنظره الاولى، للوهله الاولى من شكل الحروف، انه في حروف شكل الحروف اللاتيني بالظبط ما تختلفش معاها ابدا. يعني انا كان نفسي انه انتوا تطلعوا الحروف دي وتقولوا لي الحروف دي شكل الحروف اللاتيني بالظبط. يعني لو احنا مسكناهم كده، يعني الحرف ده واضح جدا ان هو شكل حرف الايه، مش كده؟ الحرف ده شكل البي. طب انا همسك ورقه من الورق اللي معاكم، وانتوا تقولوا لي الارقام اللي انتوا تتوقعوا ان هي او تشوفوا انها زي الحرف اللاتيني بالظبط. نمرة واحد ده الالف. Wir nehmen jetzt die Buchstaben auf. زي الايه بالظبط. Es gibt viele Buchstaben, die dem lateinischen Buchstaben ähneln, wie Alpha oder Vita. Das ist sehr deutlich. Lass uns die Liste durchgehen. Vor Nummer 8 gibt es nochmal einen Buchstaben, der Nummer 5, die A. Das ist wie ein E. Also dieses E oder A. Das ist genau wie im Lateinischen. Und im Arabischen gibt es kein Äquivalent zu dem E. Und leider wird es oft falsch ausgesprochen. Aber es wird wie ein A ausgesprochen. Wie im Englischen da. Alle Wörter im Englischen oder im Deutschen, die das E beinhalten, wird wie ein E gesprochen, ausgesprochen. Was kommt nach Nummer 7? Buchstabe Nummer 7 ist genau wie der Z. Nummer 8 sieht aus wie lateinischen Buchstaben, aber unterscheidet sich in der Aussprache. Also gleich im Aussehen, aber unterschiedlich in der Aussprache. Also es ist wie zwei I, die zusammen verbunden sind. Also der Buchstabe I. Das ist genau der Buchstabe I. Das K ist auch genau das K. Da unterscheidet sich nichts. Der Buchstabe wie M. هو يعني ممكن اقول الى حد ما ده هو الام. لو انا خدت الجزء الصغير ده من غير الدائرتين اللي فوق، da gibt es eine große Ähnlichkeit zwischen M, das normale M und das koptische M. Aber vielleicht ist das koptische M ein bisschen geschmückt. N, der Buchstabe N ist genau gleich wie im Lateinischen.
Der nächste Buchstabe ist vielleicht ein bisschen neu und ist äquivalent zum englischen X. Wir werden später die Buchstaben in verschiedenen Gruppen unterteilen. Es gibt Buchstaben, die zwei oder drei Möglichkeiten zu der Aussprache haben. Zum Beispiel Vita kann als V ausgesprochen, wie, oder als B ausgesprochen werden. Das sind die zwei unterschiedlichen Situationen. Und wir haben mehrere Buchstaben, die zwei Aussprachen haben. Jetzt kommen wir zum Xi. Der hat nicht verschiedene Möglichkeiten, aber der Buchstabe selbst besteht aus verschiedenen Lauten. Wie zum Beispiel, wenn ich im Englischen Taxi sage, dann ist das X ergibt zwei Laute, K und S. Zum nächsten Buchstaben, das O, ist genau das gleiche O. Jetzt kommen wir zum nächsten Buchstaben, Rho, Buchstabe Nummer 16. Buchstabe Nummer 18. Dieser Buchstabe wird nicht P ausgesprochen, sondern wird wie ein R ausgesprochen. Das C ist genau das gleiche im Aussehen und in Aussprache und wird nur C ausgesprochen. Auch wenn danach ein Vokal kommt, es bleibt trotzdem C. Das T, Tav, ändert sich auch nicht in der Aussprache. Das Y ist vielleicht eins der wichtigsten Buchstaben in der koptischen Alphabet. Weil da kommen wir noch später darauf zurück. Aber es ist ein wichtiger Buchstaben. Jetzt kommen wir zum Fei. Das ist ein F. Es gibt noch einen anderen Buchstabe, der auch wie ein F ausgesprochen wird. Es gibt einen kleinen Unterschied. Also Nummer 22 und Nummer 27. Also eins ist F und das andere wird als PH ausgesprochen. Also beides wird als F ausgesprochen. Es gibt ein paar Wörter, die einen griechischen Ursprung haben, verwenden einen Buchstaben, die anderen verwenden das andere Buchstabe. K, das ist auch ein wichtiger Buchstabe. Hat drei Möglichkeiten der Aussprache. Kommen wir auch gleich darauf zurück. Das ist wiederum das Psi. Ist ein Buchstabe, der zwei Laute hat. Also als ob es zwei Buchstaben in einem sind. Das sind nicht. Und dann kommen wir zum O. Also es ähnelt ein bisschen das W, aber es wird wie Doppel-O ausgesprochen. Der nächste Buchstabe ist Shai. Und das ähnelt auch ein bisschen dem arabischen Shin. Und dann kommt es wieder zum Fai, dann kommt nochmal Cha
Hori. Und dann Ha, Hori. Ganga. Ganga hat auch zwei Situationen in der Aussprache. Kann als G oder J ausgesprochen werden. Und dann kommen wir zum Chima. Chima wird auch, also wie T und Ch zusammen, also Chima. Jetzt kommen wir zum letzten Buchstaben. Das ist T plus I und das heißt T. Und das ist auch sehr erkenntlich. Das sind zwei Buchstaben, als ob das I auf dem T drauf sitzt. Und das wird als T ausgesprochen. Timati. Oder Afti, er gab uns Freude. Also Ti, das wird das ist ein eigenständiger Abschnitt in der Aussprache. Jetzt kommen wir zum Buchstaben einzeln. Okay, also wir sehen das auf den Folien, auf der Präsentation. Also die Blätter, wer die haben möchte, also ich werde das nicht einfach an allen verteilen, dann wird es weggeschmissen. Aber wer das haben möchte, kann ich ihm das gerne kopieren. Jetzt kommen wir zu den vier Buchstaben, die zwei Laute haben. Also Psi, Xi, Chima und Chi. Hier stehen auch eigene Beispiele für die vier Buchstaben. Wir holen den Tafel. Also Psi, das ist wie ein P und ein S. Also diese vier Buchstaben haben zwei Laute, als ob sie zwei Buchstaben in einem sind. Als ob sie zwei Buchstaben aneinander verbunden wären. Es gibt auch eine Unterscheidung in den Buchstaben, und zwar die Vokale. Jeder Sprache
بتكلم عن عن الحروف المتحركة أو vowels. Jetzt erzählen wir über die Vokale. Also die Vokale bestehen aus, sind der Schlüssel, damit man die, ein Wort, irgendein Wort lesen kann. Weil wenn ich zu einem Buchstabe, wenn ich versuche, einen Buchstabe alleine zu lesen, zum Beispiel Nummer 11, Wie wird man das lesen? Also es ist K. Wieso K? Wieso nicht Ki oder Ku? Also das ist ein Konsonant. Hat erst eine Aus... Hat erstmal ein Laut. Erst dann, wenn ein Vokal dazu kommt. Und das ist der Schlüssel, wie ich diesen Buchstabe lesen kann. Und deshalb sind die Vokalen sehr wichtig, damit der Mensch richtig lesen kann. Und genau das Gleiche für Nummer 20. Wie wird das gelesen? Das ist T. Man kann Ta oder Ti oder Tu oder was auch immer sagen. Aber die Vokalen ermöglichen erst das Lesen. Wir würden jetzt diese Liste durchgehen, wie die ganzen Buchstaben gelesen werden können, mit in Verbindung mit den Vokalen. Wir haben zum Beispiel das Alpha. Dann Alpha, A, Eta, Iota, O, das lange O. Und das Y. Das sind sieben Buchstaben. Die sieben Buchstaben. Diese Buchstaben werde ich in drei Gruppen unterteilen. Diese sieben Buchstaben der Vokalen. Aber ich werde das jetzt unterscheiden. Aufgrund der Länge der Aussprache. Wenn ich zum Beispiel zum O komme. O. Das ist wird schnell ausgesprochen. Wenn zum Beispiel es in Verbindung mit C kommt, dann wird es so ausgesprochen. Oder das K, dann heißt es Ko. Kappa. Also es ist ein schnelles Laut. Und Iota ist auch schnell. Also zum Beispiel Si oder Ki. Also diese Vokalen werden schnell ausgesprochen. Und dann gibt es nochmal Vokale, die mittellang sind in der Aussprache. Alpha. Das sind Alpha und A. Also ich sage zum Beispiel mit C sage ich so, das ist schnell. Aber hier beim Alpha sage ich Sa, ein bisschen länger. Und die dritte Stufe ist die langen Vokalen. Das ist O, Ita,
Und jetzt kommen wir zum Epsilon. Hat eine besondere Lage oder besondere Situation. Wenn vor dem Epsilon ein O kommt, also O, Epsilon, das ist eine der wichtigsten Kombinationen in der koptischen Sprache. Das ist die bekannteste oder am meisten verwendete Kombination zwischen den zwei Buchstaben. Und wenn ihr zum Beispiel nachschauen würdet, wie oft diese Kombination kommt, kommt es sehr oft vor. Und das wird wie ein langes U ausgesprochen. Das O ist lang, aber geöffnet. Also wir haben für das O drei Möglichkeiten oder drei Aussprachen. Also wir haben das kurze O und das lange O und dann das O Epsilon. Also das eins ist O. Wie ein U. Das eine ist wie ein O und das andere ist wie U. Also, wenn ich ein Sima plus ein normales O, kleines O, dann wird das so ausgesprochen, schnell. Aber wenn ich und das R plus ein O wird auch Ro ausgesprochen, schnell. Und dann K plus O, Go, auch schnell. Ist auch schnell. Aber wenn ich ein Sima plus ein langes O, dann wird es ein bisschen länger. Dann ist es so. Aber wenn das C nach einem OY kommt, dann wird es als U ausgesprochen. Su. Nicht als O. Das eine ist wie ein langes O und das andere ist wie ein langes U. Also zum Beispiel, wenn wir wie Arabisch sagen, Ful, dann ist es lang. Ful, wie ein U. Aber wenn wir zum Beispiel Also, das eine ist beides sind, das lange O ist lang, das wie ein O und das andere ist wie ein langes U. Wer kann das lesen? Su. Ja, das wird gelesen wie Su, Su. Su. Und das heißt wie eine Sekunde oder eine Minute. Wir sagen zum Beispiel, es gibt noch ein Beispiel. Was wird es gelesen? So, so,
الاو ايبسلون ده مقطع مستقل das او ايبسلون wird يعني يبقى alleine gelesen und wird als u gelesen سو دول كل واحده المهم ان الحاجات دي لها معنى واحنا لما بيختلط اللفظ بيبقى Das sind alles Wörter, die eine Bedeutung haben. So, U, das heißt 6. Nummer 6. عشان كده لما أقول قلت إنه مثلا الإبسلون ده أهم حرف، واحد قال لي طب في حروف مش مهمة. Also wenn ich sage, dass Epsilon ist eines der wichtigsten Buchstaben, aber zum Beispiel das Su, Nummer 6 auf eurer Liste, das ist einfach nur Nummer 6. Kann das hier jemand lesen? سوني وتا سوني وتا شيل سوني هو أخت لو عشان تشوف الفرق ما بين الأو ممدودة والأو السريعة لو أنا كتبتها كده. Es gibt jetzt ein anderes, wenn ich das so schreibe, also سيما O N E. سوني ده معناه معنى مختلف كبير أو الحقيقة. سوني. سوني معناه أخت. سوني heißt. لكن سوني معناه حرام. اوعى تقولوا واحدة. أوليفيا. ده سوني. سوني سوني اوف مثلا حد يقرا لي دي اوليفيا لا لا دي هي اللي هي سوري كان لازم اقول لكم لا 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 الحرف ده اللي هو في الليستة عندنا نمرة كام يا جماعة في الليستة قولي صح ده يتنطق هيه بس ملوش أي استخدامات تانية غير يتنطق هيه يبقى دي روحي يا روحي 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 Das letzte Wort heißt Ruhi. Also wir müssen unterscheiden zwischen das O Epsilon und O und U. Jetzt kommen wir zu den I-Lauten. Wer diese Blätter haben möchte, kann ich ihm gerne kopieren. Also, jetzt kommen wir zum Ita. Das ist wie ein langes, langgezogenes I. Ri, das heißt kurz. Aber wenn ich das so schreibe, dann heißt es Ri. Und das hat verschiedene... Und das hat völlig unterschiedliche Bedeutungen. Das erste heißt Zimmer, Ri, und Ri heißt Sonne. Jetzt kommen wir dann. Alle Buchstaben mit Alpha wird einfach K, E. Wenn ich zum Beispiel sage C. Mثلا K.
Oder ke. Nee. Hier ist aber, wenn man ul sa. Oder sa. Au ka. Ka. Au ma. Au na. طبعا تختلف تماما. وتختلف عن انه لما اقول انها حرف الليليه يبقى سي او كي او ني. الايطا دي الياء الممدوده دي الكسره دي الاو دي الاو الطويله دي الابسلون معاها الاو تدي الواو. Also das sind die sieben ابسلون الحقيقه غالبيه كلماتها بتبقى جديده sieben vokalen الحالات بتاعه نطق الابسلون بيبقى له Das Ypsilon hat drei Möglichkeiten zur Aussprache. Also das Y, was wir sagen, ist eines der wichtigsten Buchstaben, hat drei Möglichkeiten oder Situationen der Aussprache. Es kann als V ausgesprochen werden oder wird mit dem O wie ein O ausgesprochen. Oder kann auch als Y ausgesprochen werden. Also, dieser Y in Verbindung mit allen Vokalen außer dem O wird als V ausgesprochen. Zum Beispiel wie? Das wird Mav ausgesprochen. Also das Y wird als V ausgesprochen. Oder Nav. Das Wort wird Eva. Eva. Wie wird es gesprochen? Schav. 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 Die zweite Möglichkeit, also das OY, hat mehrere Möglichkeiten oder mehrere Beispiele dafür. Das wird. Uro, das heißt König. Uai, das wird Uai, Uai, das heißt eins. Manchmal kommt auch das O dazu, also die Kombination OY, auch mit O. Passt auf zwischen das O und das U. Das heißt jetzt hier U, Om. Das heißt Essen. لو قريناها بال حطينا غدايه تبقى ازاي wenn wir das andersrum schreiben mo u das heißt um akl mo u mai das heißt wasser عشان بياكل يبلع mo u مثلا دي من الادوات اللي احنا بنستخدمها في الكنيسه. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir in der Kirche verwenden. Shuri, Shuri,
Shuri, das heißt der Weihrauchgefäß. Ein Vita am Ende des Wortes wird als B ausgesprochen und nicht als V. Also das heißt Noob. Noob heißt Gold. Weitere Beispiele. Da gibt es noch. Alu. Alu heißt Junge. Alu, Walad. Mungkin wohl die Alu, au die Alu, Walad, au Dentele. Es gibt noch einen Hinweis, was ich euch erzählen möchte. Das heißt Jinkem. Also das Jinkem wird normal, lässt den Buchstaben normal aussprechen, aber als ob davor ein E davor steht. Und das kommt durch diesen Jinkem, dieses Akzent. Als ob es vor dem K ein E steht. Also das C davor, wenn ich ein Jinkem davor mache, dann ein N oder S oder Eck. Und wenn ein Wort mit einem Jinkem draufkommt, dann ist es eine eigenständige Aussprache. Da kommt er nach einer kurzen Pause. Alu. Also das A mit Jinkem wird erstmal gelesen und dann das restliche Wort. Zum Beispiel wie das M-Mon. Also M-Mon. M-Mon. Ohne das Jinkem kann das schwer gelesen werden. Es gibt noch ein weiteres Wort. عشان نقرا اي كلمه طويله وده ملاحظه كان لازم اقولها من الاول عشان نقرا اي كلمه لازم نقسم الكلمه لمقاطع damit wir ein langes Wort lesen können müssen wir dieses Wort in verschiedene müssen wir das unterteilen und dann diese Teile müssen dann entweder ein Vokal oder ein Jinkem beinhalten. Also Eck, das ist ein Abschnitt. Und nochmal das K mit den Jinkem, dann ist es auch ein eigenständiger Abschnitt. Also es heißt Keklisia. Also man muss, das Ita muss lang gezogen werden. Aber ohne das Jinkem können wir das nicht lesen. Also es wird gelesen, als ob ein E davor steht. Also
Also wir haben gesagt, also das Y kann als V gelesen werden. Wenn kein Vokal davor steht, wird als Y einfach ausgelesen, gelesen, vorgelesen. غالبيتها كلمات يوناني الحرف اللي بنبدا بقصه مثلا زي ما قال ايه اوكي كيريا 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 اللي هي اصول نكملها مثلا wie wird das Wort gelesen? Nim. Das heißt K und dann Nim. Also wenn es zwischen Konsonanten ist, dann wird es einfach als Y ausgelesen. Es gibt noch weitere Sachen, die verschiedene Möglichkeiten, wie man das liest. الكي اوكي حرف الكي ده حرف الكي له برضو انا مثلا في عندنا ثلاث حروف لهم ثلاث حالات واربع حروف لهم حالتين also drei Buchstaben die drei Möglichkeiten der Aussprache haben und vier Buchstaben die drei Möglichkeiten haben. K wird... Das hat eine bestimmte Situation oder bestimmte Buchstaben, die ursprünglich koptisch sind, werden als K ausgesprochen. Also das ist gleich K. Okay. Allah, komm, du hast viel K. Aber wir haben auch einen eigenen Buchstaben, das ist auch K. Aber das ist wie ein K und Q. Beides gibt uns ungefähr den gleichen Laut. Also in koptischen Wörtern wird das als K ausgesprochen. Also Kimi, das heißt Ägypten. Oder wenn jetzt noch ein Jinkim dazu kommt. Dann heißt das Eklom. Das heißt ein Akrone. Das heißt Ekrom. Das ist die eigentliche Aussprache. Es gibt noch andere Aussprachen, aber das ist in der griechischen, in den griechischen Wörtern. Aber wenn, also es wird als Shin ausgesprochen, wenn davor wird als Sh ausgesprochen, wenn davor also es wird Schere.
شيرة يعني مش وطبولها قالها ما بين الشين والخاء. Also es wird zwischen, eigentlich im Griechischen wird es zwischen Sch und Ch ausgesprochen. Sch. Es gibt viele Wörter, die lesen wir als Sch ausgesprochen. Aber es sollte eigentlich als K ausgesprochen werden. Also für die restlichen Vokalen wird es als K ausgesprochen. Wie wird das Gericht ausgesprochen? Das wird als Kh. Kharis. Akchid Kharis Dama. Akchid Kharis. Kharis. Es gibt noch ein weiteres wichtiges und, Wort. Christus. Christus. نعم. طبعا. تدري اللي هي الابتي مش مشكلة أبدا. أمين يا رب. اكتب ونتكلم كمان. طب هكتب يجيبوا حد يقول له حد يقول لي انت شوفي ايه. Ich schreibe noch ein weiteres Wort und sag mir, wie das ausgesprochen wird. Es wird als Arshi. Warum wird das als Sch? Weil danach kommt ein Ita aus der ersten Gruppe. Arshi heißt Oberhaupt. دي طبعا لازم وزع انت لازم اجيب هدايا وزعها لازم ان شاء الله هجيب هدايا وزعها ضروري طيب اخد الحرف الثالث اللي هو له ثلاث حالات jetzt zum dritten Buchstaben mit drei Aussprachemöglichkeiten aber meistens wird es in die meisten Beispiele sind griechisch kommen aus dem Griechischen Also die meisten Buchstaben, wo dieser Buchstabe auftaucht, sind griechisch. Wo der Gamma. Also entweder G oder als R oder N. Also als G oder R oder N. Die Regel für diesen Buchstaben Also wenn danach A, Iota, Ita oder Epsilon dann wird es als G ausgesprochen. Wie wird das ausgesprochen? Genus. Genus. Also es kommt, dieses Wort kommt sehr oft vor. Ja, salam, abn ma kammel die Kelme. Agios. 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 Heißt heilig. Wenn man die Hufe T
الفا او 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 يبقى غين زي مثلا ايه دي zweite Möglichkeit Agapi, das heißt Liebe. Wie wird das gesprochen? Agora. Agora. Agora heißt Markt oder sowas. Das N. Also die Beispiele für N haben. Also die Beispiele dafür sind sehr wenig, aber sehr wichtig, weil sie sehr oft vorkommen. Also das wird Angelus. Warum wird es Angelus ausgesprochen? Also wenn Gamma zweimal vorkommt in einem Wort, das erste wird als N. Das erste wird ein N ausgesprochen. Der zweite Gamma wird als R. Und dann wird das Wort nochmal weitergelesen. Also das, der Buchstabe Gamma wird als G oder R oder N ausgesprochen. Als N, wenn der Buchstabe zweimal vorkommt. Wenn das vorkommt, dann wird der erste Gamma als N ausgesprochen. هو فين الان الان دي الجامعه لانها جه بعديها جامعه ثانيه das n bei angelus wird weil zwei gammas vorkommen لو هي كابا او اكسي او بس دي استخدامها نادر جدا جدا لما تبقى موجوده يعني حاجه زي كده فده الجامعه جاما جيم جيم نون أشهر الكلمات اللي فيها أغابي أغورا أنجيلوس طيب Es gibt noch weitere zwei Buchstaben. حروف اللي هي Es gibt noch لها حالتين دول في كم حرف تانيين لسه Es gibt Buchstaben, die zwei Möglichkeiten der Aussprache haben. Also wir haben jetzt die drei Buchstaben fertig gemacht, die drei Möglichkeiten zur Aussprache haben. Also Y. Also Y haben wir gemacht. Gamma. Gamma.
Und der dritte Buchstaben mit drei Möglichkeiten ist K-K-K-K-K-K-K-K. Es gibt noch weitere vier Buchstaben, die haben nur zwei Möglichkeiten, zwei Aussprachmöglichkeiten. Also zum Beispiel der Buchstabe Theta, Theta. Wird ausgesprochen wie C oder als T. Also jemand fragte, das ist ein neuer Buchstabe. Aber wenn du zum Beispiel vor dem Spiegel stehst und versuchst T zu sagen, dann musst du deine Zunge zwischen den Zähnen tun. Th ist die normale Aussprache und wird zu T, wenn davor ein Buchstabe Zima oder Chai vorkommt. Dann wird der Sita als T ausgesprochen. أو الجهاز الصوتي بيوضب نفسه حسب الحرف يعني لو في حرف عايز الصوت أطلع الصوت ده also, يبقى اللسان قوي قوي also wenn ich versuche جاي أبيعه بعدي حرف محتاج لسان diese ganzen Regeln sind gelegt worden damit die Aussprache und das Lesen vereinfacht und ermöglicht wird. لو جه حرف اللسان جوه يبقى لازم الحرف ده هياخد شكل also muss dieser Buchstabe مناسب ما يبقاش تقيل قوي للسان also diese ganzen Regeln ermöglichen das Lesen das Vorlesen und erleichtern das Also S, dieses Buchstabe mit برضو لو حرف الشين شين شاي لسان جوه also bei diesem Buchstaben zum Beispiel Shai ist die Zunge also das wird sehr schwer sein auszusprechen deshalb wird diese Regeln gemacht die es ermöglichen vereinfachen also zum Beispiel dieses Wort Esch also wenn man das normal lesen würde, dann würde man sagen, Eschfin, das ist schwer. Aber hier wird das Zita zu T umgewandelt oder ausgesprochen. Eschfin, also das Zita wird zu T. Also zum Beispiel Weihrauch heißt Estoy Nufi und das wird mit also Estoy Nufi heißt Weihrauch. Jetzt kommt ein Buchstabe Ganga. Der wird so oft falsch vorgelesen. Also vor dem letzten Buchstaben. Nummer 30. Ganga. Was ist die Regel für Ganga? Hat zwei Aussprachmöglichkeiten.
Ganga. Ganga bedeutet ja Gim, ja Jim. Also entweder als G oder J. يتنطق جيم في الحالات العامة بتاعته ويتنطق جي تقيل لما يجي بعديه أي أو يوتا. Also أي أو يوتا. Also wenn خلي ده يبقى جي تقيلة. Also wird als J gelesen, wenn nur nach den Buchstaben أي oder يوتا. وقبل ما تقروها فكر فيها كويس. Also ich schreibe jetzt ein Wort auf, überlegt euch, wie das gelesen wird und wird das belohnt mit einem Geschenk. Also alleine heißt es G und danach wird es G. جيك dann wird es جيك جيك genannt. ما هي جيج ولا هي جيك. Das heißt جيك. Weder جيج noch جيك. Ja. Bald ist falsch. Aber richtig heißt es جيك, weil das erste wird gefolgt von einem A oder A und deshalb wird es zu einem J. Ja. Das heißt Gaji. Also nur das Ei oder Jota verändern der Buchstabe Ganga zu einem J. Sonst heißt es G. Oh. Das heißt U-Gai. اللي يخليها جي هما بس الاثنين دول. في احيانا يقول لك لا وايتا كمان بالمره لا انا اقول عن ايتا مش ده الجانجا. الجانجا جيم او جي. Also es wird es heißt no, im Normalfall G, aber wenn es gefolgt wird von einem A. Oder Iota, dann wird es als G ausgesprochen. Jetzt kommen wir zu weiteren Buchstaben, die zwei Aussprachmöglichkeiten haben. Beta, Alpha, Vita, Beta. Also manchmal wird es Vita oder Beta ausgesprochen. Beides ist richtig. Eine einfache Regel. Am Anfang des Wortes heißt es V. Am Ende des Wortes ist es B. Aber wenn es in der Mitte vorkommt, also meistens ist es also dieser Buchstabe hat eine einfache Regel. Wenn nach dem Buchstaben ein Vokal kommt, dann wird das zu V. V. Aber am Ende des Wortes wird es einfach als B ausgesprochen. Waki. Waki. Das wird als Waki ausgesprochen. Veri. Das heißt Veri. Waki يعني مدينة, Veri يعني جديد. Waki heißt Stadt, Veri heißt neu. طيب يعني في طبعا كلمات كثيرة مثلا Wert, das heißt Wert. Sollen wir auch Savi gleich sagen? على
Wie wird es ausgesprochen? Niven. 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 Niven heißt. Die Harfe in Hol Beta geht von Nuss und Kinder bis Zabt. Lekin im Himmel an Badi Ey. Baby, Baby. Baby, Shima Adazalik. ما عدا ذلك يبقى كله يبقى بي اللي يجي في اخر الكلمه هيبقى بي مثلا نقول ايه sonst wenn es am Ende des Wortes kommt wird es als b ausgesprochen das heißt nieb das heißt herr Das heißt, Hob. Das heißt, Hob mit langem O. Das heißt, Werk oder Arbeit. Letzter Buchstabe mit zwei Möglichkeiten. Das Delta. Delta. Also es kann als Z ausgesprochen werden oder als D. Also im Namen wird es als D ausgesprochen, sonst wird es Z ausgesprochen. Wie zum Beispiel David, Daniel, dann wird es als D ausgesprochen. Sonst ist es S. Und es wird meistens vertauscht, aber es beides sind richtig. Aber bei den Namen wird immer D ausgesprochen. Also das sind die Namen. Ich habe noch eine Sache dabei, das können wir machen. Bitte, jemand soll das verteilen. Lass uns das vorlesen. Lass uns das, was wir gehört haben, anwenden an dem Text, an diesem Text, an Vater Unser. Also steht Bi Eschlil. NT App Choice. Also, das Herrn-Kerngebet.
إفران عشان الجنتم على الفاي على الفاي تبقى إفران. also الفاي والفاي زي ما قلت إن هما نفس الصوت بتاعهم هو هو. وممكن كمان واحد قال لي من هالشكل ممكن يبقى قريب من بعضه. also الفاي هي كده. das فاي sieht so aus. الفاي فاي مجرد ان لفينا البتاع جبناها تاني تاني كده. wird nochmal gespiegelt. بس هذا تحذير بقى ان في كتير بيخلطوا ما بين ال aber sehr oft verwechseln zwischen phi und epsi. Das sind zwei unterschiedliche Buchstaben. للاسف لانه يعني مره كان مجموعه جايين بيقولوا لي حتى يشمها الشاشه بتاع عينيه هتبسط قوي. رحت ربي بصيت كده ربي بصيت قال ايه خلاص مش عاجبك. قلت له معلش مين بدلنا كده. ابونا اتسيل جات ليه كبير الابس. ابونا اتسيل جات دس دس طب انا كده اقول لك حاجه كده كده كده. ابونا اتسيل جات دس sehr oft Leute Buchstaben verwechseln, wie zum Beispiel Fei und Epsi, oder verwechseln zwischen Su Nummer 6 und Chima, sehen ähnlich aus. Das sind zwei unterschiedliche Buchstaben. Oder verwechseln zwischen drei Buchstaben, sollen vielleicht uns näher angucken. Also der Su, also die Nummer 6. Das kommt nicht in Wörter vor, das ist einfach nur Chima 6. Aber Chima kommt sehr oft vor. Also wir sollen darauf achten, bei drei Buchstaben. Delta. Lavla. Das L. Und Ganga. Das sind Buchstaben, die sehen ähnlich aus, aber unterschiedliche Aussprache. Wenn wir zum Beispiel die Landkarte von Ägypten, Ägypten aufzeichnen, dann gibt es oben. Wenn wir das oben spiegeln, dann sieht es aus wie ein Delta. Also Ganga hat zwei Flügel, Lavla hat keinen Boden. Wir lesen, wir müssen schnell lesen. Also im Renefran M F Jut. Und wenn vor dem Y ein A, dann muss das als V vorgelesen werden. Dann wird es S, U, also O, Y. Also O, Y. Also wie oft hat sich diese Kombination O, Y إنه هو يعدلي هنا هو كم مرة اتكرر الـ O Y
wie oft das die Kombination O Epsilon im Vater unser vorkommt. Und diese Kombination O Epsilon kommt sehr oft vor. Und ein M-Epsha zeigt uns, wie wichtig der Jinkim ist. In Go-Emus sagen. Ken U-Shep-Emut. Also in Dank sagen. Also als wie es Doppelpunkt. Hat sich ist jemand da, der das lesen kann? Nee, der soll vorlesen. Also, G und G, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also, wenn das I auch ein Jinkim davor kommt, wird es langgezogen. Tekmet Uru heißt dein Königreich. Erasmus, Oren Pentin, Hon Epirasmus, Allah, Nahmen, Evol, Ha, Pi, Pet, Ho, U. Also erstmal O und dann U. Ho, U. Chen, Pi, Echrestus, Isus, Pen, und dann kommt Chima, also Pen, Choice, Jethok, Teti, Met, Uru, Nem ti gom, nem pi o u sha ini amin. طولت عليكم يا جماعه سامحوني انا معاكم واللي عايز wer dieser Blätter haben möchte, soll sich melden und ich mache Kopien für diejenigen, die es haben möchten.